Lutherische Bildung. Bild und Bibel waren die beiden zentralen Kommunikationsmedien der Reformation. Martin Luther entwickelte Bildsprache, Gemälde und Flugblätter, die seine reformatorischen Ideen ermöglichten. Er vermittelte dies den Menschen. 1520 forderte Luther zum ersten Mal, dass nicht nur Jungen, sondern auch Mädchen schreiben und lesen konnten. Reformation führte dazu, dass deutlich mehr protestantische Mädchen zur Schule gingen. Bildungslücken der Geschlechter wurden deutlich verringert. Es erfolgte außerdem ein Wechsel der Textsprache vom Latein zur Volkssprache. Dies erleichterte den Bildungszugang. Die Alphabetisierung der gesamten Bevölkerung, Mädchen und Jungen, wurden zum neuen Bildungsideal. Reformation als Medienereignis. Die Massenproduktion verhalf Reformation. Bibel und ihre erzählten Bilder rückten ins Zentrum. Es gilt, wer die Bibel liest, ist Gott nahe. Man braucht außerdem nicht in die Kirche, um Gott nahe zu sein. Jeder Gläubige hat durch die Bibel direkten Zugang zu Gott. Bild und Bibel. Offene Bibliotheken und erste Bibelanstalten legten den Grundstein für breite Bildung. Bibeln waren noch im 18. Jahrhundert unhandlich und teuer. Anliegen der Reformation war es, jedem Gläubigen einen direkten Zugang zur Heiligen Schrift zu ermöglichen. Durch Einführung technischer Erneuerungen gelang es, die Bibel als preiswerte Druckausgabe in Millionenauflage zu verbreiten. Jeder Haushalt konnte also eine Bibel erwerben. Der Reformation folgte dann eine Bildungsoffensive. Martin Luther war auch die Gründung zahlreicher öffentlicher Bibliotheken angeregt worden. Und dies führte zur lutherischen Kirchengemeinde. Dann haben wir noch den Vergleich zu heute gezogen. Und heute hat jeder ein Recht auf Bildung, jeder bekommt Bildung. Bildung ist wichtig für das weitere Leben, man bekommt überall Bildung. Und unsere eigene Meinung war, es ist wichtig, dass jeder Bildung bekommt, damit man für sein späteres Leben eine Grundlage hat. Da wir eine Sprachlernklasse auf unserer Schule haben, haben wir die Chance genutzt, um mit den Schülern ein Interview zum Thema Bildung zu führen. Wie fühlt ihr euch hier auf der Schule? Darauf haben sie geantwortet, sehr gut. Wie findet ihr Deutschland? Gut, aber die Sprache ist schwer. Wie war die Schule bei euch? Gut, aber die letzten 2 Jahre waren schlecht wegen des Krieges. Durfte jeder bei euch zur Schule gehen? Ja, aber nur, wenn man Geld hatte. Manche mussten für ihre Familien arbeiten gehen. Außerdem mussten Mädchen und Jungs getrennt sein. Bildung für jeden. Eine weitere Meinung von uns ist, wir haben die Chance auf Bildung bekommen, aber leider hat nicht jeder diese Chance.